Als Instrumentalist tritt Bernhard Wiesinger in renommierten Jazzformationen, Big Bands und Musicalorchestern in Erscheinung. Mit großem persönlichem Einsatz organisiert er Jazz-Workshops. Seit 2006 wirkt Wiesinger auch als Instrumentalpädagoge und Dozent. Die Komponistin Gabriele Preu lässt sich von der Natur inspirieren. Ein poetisches Klangbild aus dem Waldviertel machte sie zur Klangbotschafterin Niederösterreichs in Japan. Auch die Komposition Hommage an Ernst Krenek steht in Bezug zu Niederösterreich. Otto Lechner hat entscheidend dazu beigetragen, das Akkordeon wieder populär zu machen. Seine Klangkunst ist geprägt von vielen Musikstilen, etwa Jazz oder World Music. Lechner ist gefragter Solist, widmet sich der Komposition und tritt als Organisator von Musikfestivals in Erscheinung.